Ja, erstmal ganz herzlichen Dank, Ulrike Liebert. Ich habe einige Male gedacht, meine Güte, jetzt muss sie in der halben Stunde nicht nur durch diesen Parcours von Jahrzehnten der europäischen Politik, sondern auch noch ganz allein da oben die Perspektiven für die Zukunft entwickeln. Dieses dicke Brett, finde ich, da brauchen wir ein paar mehr. Ne? Und das ist gut, dass wir das jetzt hier gemeinsam mal verdauen können und gucken können, was unsere Podiumsteilnehmerin, die ich bitte, jetzt nach oben zu kommen und vielleicht auch noch mal ein bisschen sacken lassen und setzen lassen, dieser Parcours durch die Phasen, die Restauration, das goldene Zeitalter und ein ja ambivalenten Status quo. Ja, widersprüchlich haben sie das genannt und dann das Bild dieses gemeinsamen Hauses skizziert. Ich denke, wir werden Gelegenheit, es auch aufzugreifen. Ich gucke mal an der Stelle, bis ich hier die Teilnehmerinnen und des Podiums, bis sie sich gesetzt haben, finden sie nach oben, genau, kommt hoch. Schaue ich nochmal ins Publikum, ob an der Stelle einfach inhaltliche Verständnisfragen sind. Gibt es da jemand, der sagt, so eine Sache, die habe ich aber jetzt, die will ich nochmal jetzt am Schopfe packen, bevor wir dann nachher an den Weltcafé-Tischen Gelegenheit haben zu diskutieren. Ich gucke mal rum. Das sieht jetzt erstmal gut aus. Wir sollen jetzt erstmal weitermachen. Ne? Das verstehe ich so richtig. Wir haben jetzt so hier zu unseren formalen Rahmenbedingungen. Wir haben eine gute Stunde Zeit. Ja? Wir werden noch nicht so sehr in die einzelnen Themen, die heute Abend und morgen vor allen Dingen dann noch spezieller angesprochen sind, reingehen. Wir werden sozusagen ein bisschen allgemeiner noch Handel halten und natürlich die Gelegenheit haben, die tolle Gelegenheit, aus den Ländern selber zu hören, die hier auf dem Podium vertreten sind, was da gerade Sache ist, was läuft und wie sozusagen auf die Thesen von Frau Liebig rekapituliert werden kann. Wir haben ein Übersetzungsthema, das heißt, ich bin angehalten und wenn ich zu schnell rase, dann bitte mal ein Handzeichen oder wenn das die Übersetzer, Übersetzerin aus der Kabine tun, nicht? Also wenn ich zu schnell sprechen sollte, dann bitte mal um ein Handzeichen und bitte auch hier von den Teilnehmenden. Wir sind da jetzt derer fünf. Frau Liebert hat jetzt erstmal sozusagen Themen gesetzt und viele Fragen und Herausforderungen angesprochen. Ich mache jetzt mal erstmal eine kurze Vorstellung für Sie mit hier unseren Vertreterinnen. Fangen mal mit der weitesten Reise an. Direkt neben mir Nadia Chabane aus Tunesien. Nadia Chabane ist erstens glücklich, habe ich gehört, aus gutem Grund, dazu werden wir mehr hören, weil sie hat eine Riesensache mitgeschafft. Sie haben es aus der Presse sicher vernommen. In Tunesien hat sich was in Sachen Verfassung getan und sie war ist eine der maßgeblichen Akteurinnen. Von Haus aus ist sie Linguistin, Politikerin und Feministin. Sie hat es mit Frankreich verbunden, hat dort studiert und promoviert und ist in die verfassungsgebende Versammlung gewählt worden nach dem Sturz von Ben Ali und war dort aktiv, ist außerdem in verschiedenen Organisationen, unter anderem dem Nationalen Kollektiv für die Rechte von Frauen, organisiert und heute Mitglied auch einer Partei, einer Linkspartei, so hat sie es im Vorgespräch beschrieben, ja, wird uns also ganz, ganz ja, taufrisch berichten können, was in dieser Verfassung eigentlich passiert ist, wie es überhaupt dazu kommen konnte, was auch inhaltlich da zu hören ist. Marianne Dossa, auf der sozusagen neben Frau Liebert, kommt aus Ungarn. Sie ist Politikwissenschaftlerin und studiert zurzeit an der Oxford University, ist dort Doktorandin und hat zunächst schon mal einen Master der internationalen Beziehung gemacht, hat Gender Studies studiert, forscht und arbeitet zum Thema Roma in Ungarn. Sie ist auch aktiv in einer Grassroot-Organisation, die sich für die Rechte Wohnungsloser einsetzt, also kann uns sowohl wissenschaftlich als auch zivilgesellschaftlich mit ihrer Perspektive beitragen. Hier
Neben Frau Schaban sitzt Olga Pietrochowa. Olga Pietrochowa, langsam, ich kann es nämlich, ich kenne sie nämlich schon lange und habe es schon geübt, ja, vielfach, ist mittlerweile Leiterin der Abteilung Gleichstellung und Chancengleichheit im Ministerium für Arbeit, Soziales und Familie der Slowakischen Republik. Sie war lange und ist immer noch Pro-Choice-Aktivistin. Ich habe schon gefragt, wie das so ist, wenn man dann auch in so einem Ministerium arbeitet, nicht? Also wir werden heute auch die offiziellen Positionen hören, ne? Und sie war lange Geschäftsführerin einer zivilgesellschaftlichen Organisation, hat auch eine Initiative für Familienplanung mitgeleitet, war Präsidentin der slowakischen Frauenlobby und ist außerdem, und das ist seit 2011 noch dazugekommen, Aufsichtsrätin. Wir haben ja gehört, in Deutschland haben wir nur deren 12 Aufsichtsrätin im Gender-Institut, dem europäischen EIGE, seit 2011 dort unterstützend tätig. Ja, und in der Mitte, ganz zentral, sitzt Franziska Brandner. Sie ist wir haben so viele Politikwissenschaftlerinnen, ne? Woran mag das wohl liegen, ne? Noch und nöcher, ne? Ne? Ist einfach immer gut, meinst du so, ja? Sie ist, nun hat gleich verschiedene Abschlüsse, ja? Columbia University, Sciences Po in Paris, war schon immer, mal zwei Standbeine, wir kennen uns schon auch, da war sie noch ganz jung und schon ganz international tätig, ja, das habe ich mir gut gemerkt. Sie ist dann von dieser internationalen Aktivität, für UNIFAM hat sie damals gearbeitet, EU-Menschenrechtspolitik, hat für das European Council of Foreign Relations gearbeitet, aber sie war auch eben viele Jahre EU-Parlamentarierin und kann uns von daher sozusagen aus dem Innenleben der wichtigen Institutionen, wie Frau Liebert gesagt hat, da gibt sie ja alle in diesem Europäischen Parlament, die aktiven Feministinnen und Gleichstellungsakteure und Akteurinnen, ne? Ich glaube, beider Geschlechter sind es wichtig, ne? Wir haben das ja immer, leider, da ist die Garantie, dass uns die Frauen in die richtige Richtung bringen, haben wir nicht, ne? Da müssen wir vielleicht auch nochmal hingucken, was da sozusagen an Potenzial bei den Männern zu holen ist, was nicht heißt, dass wir nicht für Repräsentanz gleichzeitig streiten. Sie war im Europäischen Parlament außenpolitische Sprecherin, also auch da gibt es eine Perspektive. Sie hat schon ein bisschen gezuckt bei dem Frieden, habe ich gehört, ne? Dass das nicht mehr so ganz ein richtiges Thema ist oder eher die alte Norm, nicht? Und dass die Frage ist, ob sie, die, ja, und, ne, und als die Frage war, ob es denn noch eine zukünftige Norm ist, ne? Vielleicht müssen wir da an der Stelle da auch noch mal hinhören. Gut, viele, viele Vorgaben. Ich würde eigentlich gerne, bevor wir so ein bisschen so in kleinen drei Runden, eigentlich muss ich gestehen, habe ich eine Frage, die ich mir nicht verkneifen konnte. Ich würde ganz zu Beginn, bevor wir sozusagen nochmal in die Situation in Ihren Ländern gucken und bevor wir uns mit dem Resümee der Bilanz und der Betrachtung des Status quo der Europäischen Union aus geschlechterpolitischer Perspektive befassen, wüsste ich ganz gerne, ganz kurz, was Ihr persönliches Highlight im Erleben der Europäischen Union war, wo Sie persönlich mal gesagt haben, so, da ist, hat mein Herz richtig, richtig geklopft. Das war wichtig. Das wüsste ich gern. Und da fange ich jetzt mit Nadia Schabane einfach mal an, ob Sie, ne, im Gucken auf die Europäische Union, ob es irgendetwas gab, wo Sie sagte, ja, da war die EU auf eine besonders und vielleicht auch besonders emotionale Art und Weise bedeutsam. Jede von Ihnen hat übrigens ein eigenes Mikrofon, das sage ich noch, die schlafen auf diesen Kissen, sind aber immer an. Also schnappen Sie sich das Mikrofon, genau, jeder hat ein eigenes. Bonjour à toutes et à tous. Pour répondre à cette question, effectivement, moi j'étais en France, quand il y a eu le déclenchement du processus, et quand il y a eu les premiers débats qui ont été engagés autour de l'Union européenne et autour des femmes, et je me souviens avoir participé activement et avoir été très déçue autour du combat sur la charte européenne des droits fondamentaux, par exemple, qui n'a pas été introduite. Donc il y a eu par la suite des avancées et des combats menés collectivement entre Françaises et d'autres, hein, puisqu'il y a eu, moi j'ai participé à
ce qu'on a baptisé à l'époque la marche mondiale, il y a eu aussi le lobby européen, il y a eu un tas d'actions et de mouvements qui se sont constitués dans la foulée de cette construction pour rappeler qu'il y avait quand même des fondamentaux qu'il ne fallait pas oublier. Et à l'époque, j'étais dans ces collectifs où je représentais un peu les femmes migrantes. Donc j'étais un peu sur les minorités qui étaient les derniers oubliés finalement. Cette Europe qui était en train de se construire à l'échelle des économies, en oubliant l'aspect social et la dimension sociale, mais en même temps où on oubliait encore plus toutes les composantes et ceux qui n'avaient pas du tout accès aux mêmes droits dans cet espace Schengen. Et donc voilà, c'est autour de ces débats-là qu'on a eu à intervenir, on a eu à amender, à proposer des amendements, à proposer et malheureusement, sur le plan de la question des migrantes, on n'a pas eu beaucoup de succès, on a plutôt cumulé les échecs, parce que l'Europe est en train de se construire plutôt comme une forteresse fermée où les droits sont de plus en plus restreints par rapport à ceux qui n'en font pas partie. Ja, vielen Dank. Erstmal gleich, können gleich weitergeben. Also Europa hat noch keine Türen offen, ja, in dem neu zu bildenden Haus. Olga, ein Highlight, ein ganz persönliches Highlight aus deinem politischen Kontext. Politischen Kontext? Ja, kann auch ein persönlicher Kontext sein. Also die größten Highlights sind einfach, wenn du über die Grenze fährst und die Grenze ist nicht mehr da. Oder wenn du das Portemonnaie aufholst und du kannst mit der gleichen Währung zahlen, überall. Also das ist das. Aber für mich war das vielleicht in 2006, da waren wir gerade so 2 Jahre Mitglied der Europäischen Union und da war in der Slowakei sehr starker Druck, um einen Vertrag mit Vatikan zu unterschreiben über Objection of Conscience, über, was ist das in Deutsch? Ja, wissen wir. Und da war, also, ja, vielleicht kann man das sagen, Druck von der Seite der Europäischen Union, dass sowas ist einfach nicht in Ordnung und irgendwo muss sich die Slowakei entscheiden, wo sie steht, ob sie wirklich die Menschenrechte und die Freiheit respektiert. Und das war dann auch so ein Anstoß, wo wir politisch gesehen haben als Frauenbewegung, dass die EU, das ist nicht nur irgendwie formale, weiß ich nicht was, freier Markt, aber das hat wirklich etwas in Sicht und was es die Gleichstellung angeht und Menschenrechte angeht. Vielen Dank. Franziska, gleich weiter. Wann hat dein Herz besonders geschlagen? Also ich weiß, einmal habe ich mich auch sehr gefreut, als erinnern sich vielleicht manche noch, als Bush an der Regierung war und alle Gelder gekürzt hatte für UNFPA und gesagt hatte, ist aussprechen. Das Bevölkerungsprogramm, genau, der Vereinten Nationen und für alle Programme, wo Aufklärung, wo Verhütung auch unterstützt wird und die EU kurzerhand gesagt hat, dann zahlen wir das jetzt. Und da habe ich gedacht, ach ja super, die EU lässt sich den Fonds nicht hängen und steigt ein. Das fand ich einen Moment, wo ich dachte, ja, da habe ich mich sehr mit identifizieren können. Und als jetzt der Bericht kam von der Grundrechteagentur über Gewalt an Frauen europaweit, habe ich auch gedacht, ja super, irgendwie, dass Europa das auf die Tagesordnung setzt, da die Daten dafür sammelt, das sind so Momente, wo ich immer denke, so hätte ich es gerne mehr. Yeah, so for me the best thing that the EU has done so far, so not just recently, but so far, I think, is related to gender, in fact. And it is the EP resolution on prostitution that has just came out in this year's February. And I think the approach that this resolution takes, that is a human rights approach that recognizes that prostitution is not a market question, is not a question of services, but a question of human rights violation and the violation of female dignity, and that presses countries to punish the users,
not the women who are prostituted by men. I think this is a huge step, not well recognized, but I'm glad that I had the chance to draw attention to it. Ja, vielen herzlichen, vielen Dank. Jetzt sozusagen schon auch gleich ein Thema, was uns ja auch noch weiter bewegen wird. Marian Dussa, ich bleibe mal gleich bei Ihnen. Aus einer Perspektive, aus einer ungarischen Perspektive, auf die Thesen von Frau Liebert geguckt, Resümee und Fazit, wie sehen Sie die Bedeutung der europäischen Gleichstellungspolitik? Ein Beispiel haben Sie jetzt schon genannt. Für Ihr Land, wie sieht der Status quo in Ungarn aus gleichstellungspolitischer Perspektive? Und wir wissen ja, Sie beschäftigen sich auch noch mal ganz stark mit der Gruppe der Roma. Was lässt sich da, wir haben schon gehört, ja, so eine rechtspopulistische Entwicklung, die sehr ernst zu nehmen sind, die sich weiter verschärfen könnten. Wie sieht dazu die Lage in Ungarn aus? Yeah, that is not something I'm very happy about. It's actually really disappointing. And I was really glad listening to Ulrike because she really put the EU's agenda in a very rosy perspective, and I think she grasped the contradictions that I find really important when it comes to the EU. So she drew attention to the contradictions that the EU promises really nice things, but on the other hand, its very structures are sometimes contradicting those ideas. For example, the austerity measures because of actual EU fiscal policies that then create really difficult a really difficult situation for women, but men as well, and all sorts of disadvantaged minorities. So I think it is really important, even when we talk about equal pay or equal representation, to think about how actually the EU reproduces those inequalities constantly, even today. So I was very happy to hear that there are experts who think in those structural terms. I also like to do that, but when it comes to Hungary, it is really difficult. It has been difficult in the past 20 years, also since the transition to our so-called democratic system, but since 2010, we have a conservative right-wing government, which is not an extreme right, or not an extreme right government as you would imagine extreme right parties like the one that we have in Hungary that is called Jobbik, that is also in the European Parliament. But I would say that they take right-wing conservatism to the extreme in terms of limiting the powers of democratic institutions, in terms of their economic policies, and also their backlash in gender issues. So there is really a reversal of everything, all the little things that have been at least achieved in the past 20 years. For example, the possibility to constrain abortion rights has been actually put into the constitution. Also the fact that, I think it's really important to see not only their particular gender policies that are themselves really, I would say, backlash, I cannot use a better term for that, but also if we look at their broader policies, for example, their being harshly anti-poor and harshly anti-Roma and harshly anti all minorities and disadvantaged groups as other ethnic minorities, but also LGBTIQ people, you name it, really. And of course, all these policies
affect the women affected by or who are the members of these minorities. So for example, poor women, homeless women, women of Romani origin all have double or triple burdens now under this government because they not only experience their backlash gender policies but also their anti-poor policies and their anti-minority policies, but also they are quite anti-EU. So even if you would believe that the EU can press national governments, which I think is up for debate for us today, whether the EU does it or not, or whether it does it what goals does it seek by doing that. But even then, the current government is explicitly anti-EU, so doesn't seem to follow EU directives or EU policies or even like any international obligations, in fact. So I cannot really report on anything cheerful from Hungary, but we can discuss what the European community can do about that. Ja, wir schauen mal gleich mal weiter. Vielen Dank erstmal, Olga, für diese Binneneinsicht, also auch wenn sie uns nicht mit Optimismus schlägt, schauen wir doch mal in die Slowakei. Und Olga, du kannst ja auch mit deinen Erfahrungen, so langjährigen Erfahrungen, aus so unterschiedlichen Blickperspektiven, vielleicht auch noch mal ein bisschen in osteuropäischer, erweiterter Perspektive, was ist los in der Slowakei geschlechterpolitisch? Als ich vor knapp 2 Wochen in Prag war, war dort große Unruhe. Mit Blick auf die, oder eine sehr lebendige Diskussion über die Frage Verschärfung der Familienpolitik. Geht es da wieder Schritte zurück? Und die Gelegenheit, heute noch mal genau nachzufragen, was ist los in der Slowakei? Wie ist da die geschlechterpolitische Situation? Und wie wirkt zurzeit die EU? Was hat sie Gutes bewirkt? Und wie ist die Lage zurzeit? Wie viele Stunden Zeit haben wir? So, ich muss sagen, wenn man mir vor einem Jahr erzählt hätte, dass wir in der Situation werden, in der wir jetzt sind, ich hätte das wirklich nicht geglaubt. Weil das ist nicht nur, dass Estrella-Bericht wurde nicht akzeptiert. Ich meine, über Abtreibung, da gab es schon immer also Gefechte. Das war nie einfach. Aber dass jetzt vor 2 Wochen auch, ich weiß nicht, ob Sie das mitbekommen haben, dass Gleichstellungsbericht abgelehnt wurde. Das, was jedes Jahr jährlich automatisch durchging, das ist jetzt im Parlament nicht abgeschieden. Also das ist etwa so, weil da, und unsere Europaabgeordnete Frau Zaborska ist eine von dem, ja, das haben Sie gesagt, ich sage ja nichts. Die hat danach geschrieben auf ihrem Facebook-Seite, dass sie hat ja geweint vom Glück und gebetet, weil das, was Bericht gemacht hätte, es hätte die Frauen zum Arbeitsmarkt gedrückt und dann werden die Familien zerstört, wenn die Frauen arbeiten gehen. So, also das ist jetzt längst nicht mehr nur über die Abtreibungsrechte. Das geht so weit wirklich in die Grundlage der Geschlechtspolitik. Das geht um das Biologische. Das benutzen das soziales Geschlecht oder Gender, wir haben ja eine Übersetzung für Wort Gender in Slowakischen, wir haben die ganzen Definitionen, die schon seit 10, 15 Jahren benutzt wurden in EU, das haben wir übernommen, wir benutzen das Gender Equality und jetzt plötzlich ist das ein riesiges Problem. Jetzt heißt das, ja, Frauen und Männer sind so verschieden und das ist ja ganze Blödsinn mit diesem sozialen Geschlecht und das ist das, was EU uns da reindrückt. Und was da passiert, das ist, also nicht nur in Slowakei, das ist ja diese, ich habe gerade gelesen, so ganz exakte Benennung, das ist postkommunistischer Neokonservativismus. Aber das wirklich da trifft, aber das ist, was die Barbara sagte am Anfang, diese Zusammenarbeiten.
Aber leider ist das nicht Zusammenarbeiten auf unserer Ebene, das ist Zusammenarbeiten auf der Ebene von den Neokonservativen. Wir haben gehört, dass die von USA werden unterstützt, diese Human Dignity Institute in Brüssel. An der anderen Seite ist da die Unterstützung von den rechtsextremen Gruppen von Russland oder auch Ukraine. Und ich habe so ein Gefühl, als wenn da so Gewitter kommen von zwei Seiten und das trifft sich alles über Slowakei und dann gibt es dann Riesentornado. Und ich könnte wirklich Stunden erzählen, was da passiert ist in den letzten Jahren. Im September, da war so ein großer, das hat sich genannt, March for Life. Also 50.000 Leute sind marschiert gegen Abtreibung, für Familienpolitik. Und jetzt ist die Diskussion um die Verfassung. Also wir haben in unserem Familiengesetz geschrieben, dass die Ehe ist zwischen Mann und Frau. Aber diskutieren die registrierte Partnership für homosexuelle oder auch heterosexuelle Paare. Und als Gegendruck ist da jetzt von das sind die Pro-Life-Gruppen, die sich jetzt viel breiter irgendwie auswirken. Jetzt wird viel mehr über Familie geredet, über traditionelle Familie geredet. Und dieses erfolgreiche Konzept, was in Kroatien passiert ist mit der Abstimmung, Volksabstimmung über Grundgesetz, das versuchen die jetzt zu übernehmen in der Slowakei. Aber im Moment, gerade heute, gestern wurde im Parlament diskutiert, ob das in der Verfassung auch verfasst wird, dass die Ehe ist zwischen Mann und Frau. Und ich meine, Slowakei ist konservativ und man kann sagen, bei der meisten wahrscheinlich Bevölkerung ist das ja kein Problem. Aber was danach kommt, da gibt es ja total verschiedene Ansichten. Die Neokonservativen meinen, dass es keine registrierte Partnership mehr geben darf und andererseits die Linken oder mehr liberale Kräfte, die meinen, das ist ja, dass das im Gesetz, also in der Verfassung drin steht, das hat ja nichts damit zu tun, ob es jetzt registrierte Partnerschaft ist. Also das ist jetzt, aber das ist nur ein Stück von der Diskussion und da sind wirklich so, ich weiß nicht, ob Sie mitgekommen haben, was in Frankreich läuft, diese La Manif pour, mit dieser Bewegung. Und das sind genau die gleichen, ich habe mit französischen Kollegen gesprochen, die sagten, die waren wirklich paff, das war ja nie Problem in Frankreich, sexueller Unterricht. Oder die haben jetzt, die wollten jetzt von der Regierungsseite in der Kindergarten so gegen Gender-Stereotypen so eine Erziehung zu vorstellen, das war ein riesen Aufstand. Und das sind genau die gleichen Argumente benutzt worden und ich muss sagen, dass Deutschland ist als das Teufelsexempel, Teufelszeug gezeigt, dass wir haben jetzt Billboards in Slowakei von diesen Standards, die von dem BZGA zusammen mit der Welt WHO zusammengeschrieben worden sind. Und da steht irgendwo, dass vierjährige Kinder, also die haben es umgedreht, die behaupten, dass in Deutschland werden vierjährige Kinder zur Masturbation geführt. Und solche Blödsinn wird da einfach Wörter aus dem Kontext gerissen und dann so gezeigt, das wollen sie hier Eltern in Slowakei. Und also wirklich die Gesellschaft, die sich so polarisiert und diese ganze, das nennen die Frühsexualisierung von Kindern, dann Homolobby, das ist das Neueste jetzt, Homolobby sind die für registrierte Partnerschaft kämpfen. Und das Ganze hat ein Begriff bekommen, das ist die Gender-Ideologie. Das ist das Evils-Zeugs und damit Sie wissen, das kommt wiederum aus Deutschland und das ist die Frau Gabriele Kubi, das ist eine Deutsche,
die wird in Wikipedia überall als katholische Autorin benannt und das ist sie auch wirklich, aber in Slowakei wird sie als die berühmte deutsche Soziologin vorgestellt und die hat ein Buch geschrieben, Globale sexuelle Revolution, wo sie aufdeckt so ein weltweites also Verschwörung eigentlich gegen die Familie, gegen Christentum und das alles ist Gender-Ideologie. Und letzte Wort, die hat in Slowakei gesagt, nach Faschismus und Kommunismus kommt Genderismus. Wir würden ihr gern mehr Zeit geben, es noch weiter auszuführen. Und ich wäre auch verführt, wir haben ja jetzt einen ordentlichen Tiefgang an der Stelle, das Glas ist halb leer. Also wir kommen vielleicht nochmal zu dem Punkt, wie sieht es mit den anderen Ländern der großen Erweiterungswelle aus. Aber die Franziska ist schon ganz kribbelig geworden. Ja? Und jetzt aus der Perspektive, Franziska, jetzt aus der Perspektive nochmal der Europarlamentarierin, natürlich jetzt auch aus einer deutschen Perspektive, es ist gerade gesehen, wie wir in der Slowakei, wie Deutschland gesehen wird, ja, im Moment. Auch interessant, was das für die bilateralen Beziehungen bedeutet. Ja? welche Gedanken kommt dir dazu? Auf welche Folie trifft das? Wenn du das hörst. Naja, einerseits denke ich, wir haben die gleiche Debatte gerade in Baden-Württemberg über den Lehrplan. Ja? Also ich meine, so weit weg ist es dann auch nicht. Also dass da auf einmal auch die Kampagne läuft, man dürfte Jugendlichen nicht erzählen, dass es nicht nur Heterosexuelle gibt. Also das ist irgendwo, wo man auch gedacht hat, im 21. Jahrhundert, das ist selbstverständlich. Und dass darüber sich so eine Riesendiskussion erzürnt, hätte ich mir ehrlich gesagt nicht denken lassen können. Und das ist schon sehr beunruhigend. Und was wir in den letzten Jahren gesehen haben, ist, dass es eben, vielleicht kennen einige den Namen Farage, Nigel Farage, der ist der englische UKIP-Mensch, also der die Unabhängigkeitsbewegung auch mit anführt. Und er hat immer gesagt, er hat versucht in England einen Polarisierungspunkt zu finden gegen die Europäische Union, der nicht nur auf der Souveränität basierte. Weil er hat gesagt, immer dieses, wir verlieren die Souveränität, es erreicht zwar einen Teil der Bevölkerung, aber der Großteil der Menschen hat irgendwie verstanden, dass die Engländer auf der kleinen Insel irgendwie in Zukunft nicht alleine leben können. Und hat er gesagt, er hat erstes verstanden und den richtigen Punkt getroffen, als er gemerkt hat, die Leute sind anti-poor, anti-immigration, anti-homosexuals und anti-gender. Und das sind die Punkte, die er spielt als Antieuropäer. Und wir sehen das in allen antieuropäischen Bewegungen, dass sie genau das Gleiche aufnehmen, das sind die gleichen Muster, die schimpfen gegen die faulen Griechen, die schimpfen aber auch genauso gut eben gegen das Voranschreiten der Queer-Lobby, ja, heißt es dann nicht die Homo-Lobby in Deutschland, sondern die Queer-Lobby. Und ich fand es ganz interessant, auch in Deutschland, der letzte Parteitag der Alternative für Deutschland, Herr Lucke redet eine Dreiviertelstunde lang kein Wort über den Euro, sondern nur darüber, dass die Frauen in Deutschland wieder ein Herd gehören, dass die Familie so wichtig sei, dass die Europäische Union die Familie zerstören möchte. Und das habe ich gedacht, oh, Herr Lucke hat aufgehorcht, hat bei Nigel Farage gelernt. Die Anti-EU-Stimme kommt nicht nur gegen den Euro und wegen der Souveränität, sondern wegen Flüchtlingen, eben Gleichstellung und einer wirklichen Antidiskriminierungspolitik. Und im Europaparlament war das immer so, dass am Anfang die, sag ich mal, Normalkonservativen nicht damit gestimmt haben und in letzter Vergangenheit aber mehr und mehr auch dazu gestimmt haben. Und das war das Erschreckende, deswegen fehlen auf einmal die Mehrheiten, obwohl sich ja die Zusammensetzung im Europaparlament nicht geändert hat. Und ich glaube, das hat schon etwas mit dem Druck aus den einzelnen Ländern zu tun, auf die einzelnen Abgeordneten eben dann doch anders zu stimmen. Die waren schon immer knapp, aber verloren wurden sie eigentlich so gut wie nie. Und es gibt eben mittlerweile mehr und mehr auch CDU und CSU-Abgeordnete, die dann im Europäischen Parlament eben ganz klar gegen Abtreibung sind, die gegen sexuelle Aufklärung dort stimmen, mit Sachen, wo man eigentlich denkt, wahnsinnig, ja, wenn die das in Darmstadt so vertreten würde, würde sie damit niemals gewinnen. Aber ich bin mir mittlerweile gar nicht mehr so sicher, ja, ob sie nicht vielleicht doch damit in Darmstadt auch gewinnen würde. Und das ist das, wo ich glaube, wo wir wirklich aufpassen müssen, dass man da rechtzeitig und stärker auch einhält,
Deswegen war ich auch froh über die Veranstaltung hier und dankte auch wirklich der Böll-Stiftung dafür, das Thema aufzugreifen, weil häufig läuft es nur unter dem Antirassismus und Rechtspopulismus. Es ist aber genau zur gleichen Zeit an die Antifrauenbewegung. Und ich denke immer, dass da in Europa die Frauen sich genauso dagegen gemeinsam mobilisieren müssen, wenn sie nicht wollen, dass all ihre Rechte da auch wieder zurückgedreht werden. Soweit vielleicht dann. Aber ich denke, das ist ganz, ganz wichtig, dass man das versteht. Das ist wirklich, es sind genau die gleichen Akteure, die haben diese eine Agenda. Und wir sehen es häufig nur als eine rechtspopulistische, antieuropäische, nationale Bewegung und nicht als eine sehr stark antifeministische. Okay, also nochmal für uns als Augenmerk, also auch welche Entwicklungen da zusammengehen und der Hinweis, jetzt haben wir, ich meine, wenn ich jetzt mal so auf ihre Stimmen höre mit Blick auf Bilanz und Resümee und Status Quo-Bewertung, habe ich jetzt nicht ganz doll viel Wasser in diesem Glas, ja, sondern eher so das Thema Backlash, Widerspruch und nicht, also jetzt sehr, sehr aufmerksam zu sein, was sich da zusammenbraut, also eher so ein Gefühl. Ich schlage aber jetzt trotzdem vor, dass wir mal ganz kurz wieder machen und deswegen die EU mal kurz verlassen und uns nochmal an einer Sache mehr widmen und vielleicht auch gucken, was wir vielleicht da lernen können oder an Anregungen bekommen können. Nadia Schabane, es ist ja richtig doll, was passiert. Es ist eine Verfassung ins Leben gerufen, es gibt eine neue Verfassung, es hat geklappt und wenn ich mir die Pressestimmen noch von vor einiger Zeit angucke, oh, das wird schwierig und es wird nicht klappen und Sie waren damit drin. Ich finde, die Chance dürfen wir uns einfach gar nicht entgehen lassen. Was ist da genau passiert? Wie ist es passiert? Was steht drin in dieser neuen tunesischen Verfassung? Und wie haben Sie das geschafft, bitte? Comment on a fait pour y arriver? Ben, on a tenu compte des leçons des autres. On avait en mémoire ce qui s'est passé en Europe, en Pologne, la bataille en Espagne actuellement. Ce qui s'est passé en Égypte, en Afghanistan, au Soudan et dans tous les pays du monde où des femmes ont perdu des droits, tout simplement. On avait ça en mémoire et je crois que c'est ce qu'on doit toutes et tous avoir en mémoire. C'est que nos droits ne sont jamais acquis définitivement et que les conservateurs, qu'ils soient catholiques ou musulmans ou juifs, ils sont tous pareils. Et que la montée ultra-conservatrice aujourd'hui, ultra-libérale, elle est accompagnée par les mêmes types de discours, qui sont des discours qui vont à l'encontre de l'égalité, qui vont à l'encontre et qui c'est un discours extrêmement populiste, familiariste, et qui remettent en cause, en général, tout de suite, les droits des femmes. On a eu droit à ce débat-là en Tunisie. On a eu droit à ce débat. Pendant toute la discussion autour de la Constitution, on s'est battu contre des arguments, des idées conservatrices, où c'était la cellule familiale est bâtie vers un homme et une femme, et il fallait l'inscrire dans la Constitution, qu'il fallait que la charia soit source de droit pour les droits des femmes, qu'il fallait si. Donc on a eu droit à tous ces débats-là, mais nous on a refusé d'en débattre, c'est-à-dire de débattre du fond de ces sujets-là. On a refusé de dire on prend ça dans la charia ou on prend pas ça. On a refusé de négocier. Pourquoi on a refusé de négocier? Tout simplement parce qu'en 56, en Tunisie, on a eu un code du statut personnel qui a été élaboré, hein, comme un code de la famille, si vous voulez, où il y a une protection des droits privés, des droits des femmes, sur beaucoup de choses, où il y avait des acquis très très importants, qui font qu'on est complètement différent du monde arabe et du monde musulman. Donc on ne partait pas de rien. On partait de ces acquis-là. Donc pour nous, c'était hors de question qu'on accepte une remise en cause de ces droits-là. Donc notre bataille, ça a été de dire, en Tunisie, il n'y a pas de polygamie depuis plus de 50 ans. En Tunisie, l'avortement est autorisé depuis 65. En Tunisie, les femmes peuvent divorcer, elles peuvent travailler, elles peuvent tout faire. Et elles ont les mêmes droits, l'égalité de salaire était constitutionnelle par rapport, en tout cas, au secteur public, elle existait. Dans le privé, il n'y a pas d'égalité de salaire. Donc, comment faire pour protéger ces droits? Et toute notre bataille, ça a été de protéger ces droits-là et pas autre chose. Et on n'a pas cherché à rentrer en négociation
pour laisser fuir parce qu'on savait qu'on risquait de tout perdre. Ça a coûté beaucoup de tiraillements et de conflits, hein. Ça a duré plus d'un an, les débats. Il y a eu aussi des violences entre-temps. Il y a eu aussi, nous on était presque 70 élus sur 217 à avoir quitté l'Assemblée et avoir fait un sitting pendant plus de 2 mois et demi, dehors. On a occupé les espaces publics et on s'est retiré. Et on a empêché que le processus continue sous la forme qu'il allait prendre. Donc c'est de la résistance tout simplement. Et de là, pour les droits des femmes, on a 3 articles aujourd'hui. 3 articles qui sont fondamentaux et fondateurs. Pourquoi ? Parce qu'il y a 5 principes qui sont énoncés. 1, la protection des droits acquis des femmes. Ça veut dire que le SMIC aujourd'hui, le SMIC, le minimum pour les femmes, c'est les droits qu'elles ont. Et on ne peut pas remettre en cause ni l'avortement, ni le droit du travail, ni le code du statut personnel, ni quoi que ce soit. On ne peut pas les remettre en cause. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il ne nous arrivera pas la même chose qu'en Espagne ou en Pologne ou ailleurs, où des droits ou des lois peuvent être déposées pour remettre en cause ces droits-là. Et ça, c'est un enseignement qu'on a tiré des luttes en Europe et de ce qu'on a vu se faire autour de nous. Le débat en France a été extrêmement violent autour de la famille. Mais ce débat a eu un effet très négatif en Tunisie. Parce que nous, les modernistes, nous, les progressistes, on a été taxés de vouloir mettre en place dans la Constitution le mariage gay et des choses comme ça. Et c'était impossible alors que ce n'est pas du tout un sujet à l'ordre du jour. Donc vous voyez comme moi, l'Europe a parfois rejoint le débat à l'intérieur parce que tous ceux qui comme me ressemblent ont été taxés de pro-européens, de Hezb France, c'est-à-dire le parti de la France, et que du coup, bah, c'était très compliqué parce qu'il y avait des campagnes de diffamation, des campagnes extrêmement violentes dans les réseaux sociaux, des choses calomnieuses et odieuses. Et il a fallu résister à cela et ne pas tomber dans le piège. Vous parliez de Femen tout à l'heure. Nous, on a eu les Femen en Tunisie. Quand elles sont arrivées, ce n'était pas du tout un cadeau pour nous. On n'avait pas besoin de ça. Ça a compliqué plus les choses que ça ne les a facilitées. Donc l'action internationale, elle se réfléchit en fonction de contexte aussi. Elle ne se réfléchit pas en fonction d'un groupe qui fait le bug pour lui-même. Parce que finalement, elles ont fait de la publicité pour elles, mais elles nous ont porté préjudice à nous, alors qu'on était en plein débat sur nos droits. Donc 5. Mais on a quand même réussi à les arracher, nos droits, et à avoir ces 3 articles. Donc il y a le principe d'égalité est inscrit, l'égalité entre citoyens et citoyennes en droit et en devoir, et devant la loi, mais également l'égalité des chances, qui a été constitutionnalisée, c'est l'État qui œuvre pour. Donc là, on pourra travailler sur les inégalités salariales, travailler sur les questions, par la suite légiférer sur les questions de discrimination à l'embauche, ce qu'on appelle le plafond de verre et autres. Il y a également du rôle de l'État dans l'élimination de toutes les formes de violence à l'encontre des femmes, qui sont dans la Constitution également. Et il y a également un principe qui est la parité. Et la parité dans toutes les assemblées élues. Et je crois qu'on fait partie de très très peu de pays où la parité est inscrite. Mais aujourd'hui, d'ailleurs, on est en plein débat sur la loi électorale, parce que déjà, l'ancienne loi électorale pour l'Assemblée constituante, il y avait la parité, mais la parité était par alternance sur les listes. C'est-à-dire femme-homme, ou bien homme-femme. Mais sauf qu'il n'y avait pas de parité obligatoire pour les têtes de liste. Et la bataille qu'on a aujourd'hui, c'est d'inscrire la parité dans la tête de liste aussi, donc horizontale et verticale. On est en train d'élaborer la loi, je ne suis pas sûre qu'on puisse, mais on est en train d'essayer en tout cas. Donc voilà au niveau de ces 5 principes qui ont été ratifiés, et en tout cas qui ont été inscrits dans cette Constitution. Demain nous attendent des défis majeurs. C'est de légiférer, c'est d'harmoniser les lois par rapport à cette Constitution et d'obtenir des avancées par rapport aux droits des femmes. Mais je crois que notre combat ne pourra se faire qu'ensemble. Moi, je ne crois pas que les femmes tunisiennes puissent se battre toutes seules, que les femmes européennes puissent se battre toutes seules, parce qu'on voit que ce mouvement, il est international, que ces régressions... Et d'ailleurs, à chaque fois aux Nations Unies, les 3 religions se réunissent pour proposer des choses ensemble. Donc on voit bien que les avancées sont à mener aussi ensemble. Et c'est extrêmement important d'en prendre conscience.
Parce que la Tunisie a tiré des nous les féministes en tout cas on a tiré des un peu des on a tenu compte de ce qui s'est passé des luttes et des régressions en Europe ces dernières années pour protéger nos droits mais aussi on a suivi le processus qui a eu lieu aussi au Rwanda ou ailleurs où aujourd'hui il y a 63% de femmes dans le Parlement rwandais. Parce que grâce à la loi sur la parité. Donc on a tout voulu, on voulait l'égalité, mais également la parité. Et je crois, et l'égalité salariale est un défi majeur et premier. Et je crois que c'est là-dessus qu'il va falloir qu'on unisse tous nos forces de manière à faire avancer les droits des unes et des autres. Parce qu'en faisant avancer les droits des unes, on fait avancer celles des autres. Et c'est ensemble qu'on y arrivera. Vielen herzlichen Dank. Das war jetzt positive Energie. Jetzt müssen wir mal gucken, wie wir jetzt den Bogen kriegen. Ja, genau. Ne? Diese positive Energie und das Lernen aus diesen unterschiedlichen europäischen Feldern und die Kraft, ja, das Kämpferische, den Widerstand, das habe ich jetzt sehr wohl gehört. Und das nochmal den Appell, dass wir den Fortschritt gemeinsam angehen wollen. Wenden wir uns jetzt mal der Zukunft zu. Die Ulrike Liebert hat ja ein paar Ideen entwickelt. Ja, sie hat gesagt, so, wir müssen aufs Eingemachte gucken, ja, also da, wo die Verteilungsfragen ganz besonders massiv sind, ja, in der Steuer-, der Wirtschafts-, der Haushalts- und so weiter, Politik, da müssen wir hingucken und müssen was Neues entwickeln. Ne, ich bei mir so als alte Gender-Mainstreamerin ist Klappe aufgegangen, wo ist uns das Gender-Budgeting national abhandengekommen? Da war doch was, ne, so. Also ja, da war ja der Appell, da braucht es neue Konzepte, da braucht es neue Ideen. Ich habe viel Frauen gehört, nicht? Da müssen wir mal die Frauen so vielleicht auch nochmal hingucken, wer da, wo die guten Kräfte vielleicht überall sind, die da zusammenarbeiten können. Also eröffnen wir mal die Zukunft der EU. Sie dürfen die, ihr dürft ihr jetzt hier oben einfach mal erfinden. Was sind eure Vorstellungen? Wo denkt ihr, wo denken Sie hin? Muss es gehen? Wenn es eine geschlechterpolitische Perspektive nach vorn geben sollte. Ich probiere es mal. Also erstmal möchte ich sagen, wenn ich zu EU gucke, dann ist das Brüsseler Glas für mich nicht halb leer, sondern so dreiviertel voll. Also, weil ich muss eine Bemerkung dazu, wo Sie gesagt haben, dass irgendeine Wissenschaftlerin hat das als negativ empfunden, dass die Geschlechterpolitik vom sozialen DG zu DG Justice geschoben wurde. Aber man kann das dann auch so sehen, dass die Geschlechterpolitik nicht mehr nur über soziales Wesen geht und Arbeitsmarkt, sondern als Nichtdiskriminierung und Grundrecht. Also man kann das immer so und so sehen. Und ich muss sagen, dass also für uns ist die auch die Justice, aber auch EU und die Geschlechterpolitik wie so ein Leuchtturm und das hilft wirklich, weil ohne das, ich weiß nicht, was passieren würde. Also wir haben eine sozialdemokratische Regierung, die dazu vorsteht, wie wir halten die Positionen. Aber das ist nur, nicht nur, sondern das ist, weil wir EU-Mitglied sind. Also wenn jetzt so ein Humbug in einem Land passieren würde, das nicht EU-Mitglied ist oder nicht assoziierter Mitglied ist, so wie zum Beispiel Ukraine, weil ich weiß, dass das da auch vorgeht, dass diese Gender-Ideologie auch in Ukraine ganz stark ist, dann würde ich das wirklich mit der Gleichstellungspolitik ganz schlecht sehen, weil zum Beispiel das Wort Gender hat bei uns vorher kaum jemand gekannt, außer ganz enge also Kreisen von feministischen und wirklich Gender-Expertinnen. Und jetzt ist das, wenn vorher Feminismus Schimpfwort war, jetzt ist Gender Schimpfwort. So. Aber das wollte ich also sagen, dass für uns ist, und das ist nicht nur über Slowakei, ich weiß, dass es eine ähnliche Situation gibt es auch in Polen, da ist auch Gender-Ideologie ganz stark in, da hat auch also Regierung Stand gehalten, aber
das ist alles jetzt Status quo. Wenn jetzt nach Wahlen, nach Europawahlen sich ein bisschen was ändert, wir haben 2 Jahre Wahl und dann haben wir gleich die Präsidentschaft von der Europäischen Union, dann kann das alles ganz anders sein. So, das ist ganz schlecht jetzt vorauszusagen, weil ich meine, vor einem Jahr hätte nie jemand gedacht, dass diese Bewegung so stark sein kann. Und das ist, weil das geht auch nicht über Mainstream-Medien, das geht über soziale Netzwerke, über diese Facebook, also das ist in dieser Hinsicht ist das eine Plage wirklich, weil da werden einfach Informationen verschoben, die überhaupt nicht wahr sind, die desinterpretiert worden sind, aber das läuft halt herum. Sag mal, wenn auf der einen, ich hake nochmal nach, nicht? Also wenn wir bei der Ulrike Lieber bleiben, wenn es auf der einen Seite so diesen harten Wind gibt, auf der anderen Seite die hohe Bedeutung der Europäischen Union klar und deutlich ist, als auch ein Pfeiler und ein Leuchtturm, hast du gesagt, ja? Was bedeutet das denn? Die Ulrike Lieber hat gesagt, wir müssen die Union neu, normativ neu erfinden. Wir brauchen runde Tische, wir brauchen mehr eine andere, eine partizipativere Öffentlichkeit. Es muss sozusagen in die Bewegung wieder rein, so habe ich es verstanden und gehört, was es überhaupt ausmacht. Wo könnte das beginnen? Siehst du irgendwelche Anzeichen? Oder, ja, ich befürchte wiederum, dass diese ganze Partizipative geht dann in der Richtung, dass das wieder diese neokonservative Rechte nutzen, weil habt ihr vielleicht mitbekommen, diese One for Us, was 1,5 Millionen Unterschriften gesammelt hat. Also die Frauenbewegung sollte wiederum von Projekte schreiben und Grant und weiß ich nicht was alles wirklich zu dem Grund wieder zurückkehren zu dem und okay, du musst nicht weiter. Wir können auch, wir gehen nach Ungarn ganz kurz an der Stelle, ja. Sie hat ja gesagt, Widerstand und kämpferisch. Jetzt hören wir mal einfach nur zurück. Also das ist genau das, was ich meine, dass man wirklich zurück zu den Themen kommen sollte von der Frauenbewegung und vielleicht weniger mit Gender Mainstreaming und Gender Budgeting, was die Leute nicht verstehen, sondern wirklich zu den Frauenrechten. Ja. Marian Dusa? Yeah, actually I don't agree, so that's good because we can have a discussion on this, because I just wanted to point to the importance of making both nations but also the EU more democratic, a more participatory project. I think an emancipatory vision of the EU is not possible without a higher involvement or a stronger involvement of the people, because if we look at what anti-EU discourses play on is exactly people's disappointment in the EU, and that is strongly related to it not being actually democratic. If we look at the power structure of the EU, the European Parliament, that is a democratic body, that is a democratic body, has a very limited power, and there is a promise of it gaining more and more power, but it doesn't happen. And I think we cannot be blind to the fact how it is related to the ability of anti-EU discourses to fruit. So I think it would be really important to include the people in European processes, and I think part of it is it has to do with the feminist movement as well, both on the national and the international level. So I think if we think about feminist policies or any feminist political work, political activity, we need to involve more kinds of women in these activities. There should be poor women sitting in this room. There should be Romani women sitting in this room. I'm not sure how many women who have experienced trafficking is sitting in this room. I hope there are many. I think that is really important to involve more kinds of people and more kinds of women in discussions and in the actual work. My experiences in the homeless grassroots group that I work with and with its women's subsection that I'm really happy that we have, is that any people
have ideas about the world that they imagine, and if we don't count with those visions, there is no room for emancipation. And there, leftist discourses also tend to argue that, well, then people would just vote extreme right. But I think that's a denial of their citizenship, and I don't know where these ideas come from, because no one really asks these people, and no one actually makes the self-criticism that maybe if they turn to the extreme right is due to our policies and our failures of not being able to involve them. And if the extreme right does involve the people, does involve poorer people, does involve working class people, then they will turn to them instead of us, who just give or pay lip service to the lower strata. So I think democratizing EU at the same time as creating emancipatory policies, I think these are not mutually exclusive, but very related ways forward. And I would underline the importance of the democratization. Ja, Stichwort, es muss sozusagen die Vielfalt der Frauen wahrnehmen und in die Perspektive einbeziehen, verhandeln, partizipativer. Da muss sich die Europäische Union entwickeln. Franziska, braucht es eine neue europäische Emanzipationsagenda, und wie könnte die aussehen? Ja, wenn du mir erlaubst, würde ich ganz kurz noch was sagen über das Europäische Parlament als Antwort darauf. Ich habe jetzt den Blickwinkel Europäisches Parlament und Bundestag und würde sagen, das demokratischere Parlament ist eindeutig das Europäische Parlament. Also wenn es um Transparenz geht, wenn es um Regeln gegen Bestechlichkeit geht, bei allen Punkten bin ich hier im Bundestag. Ich denke, kann doch gar nicht sein, dass hier alle Sitzungen nicht öffentlich sind. Im Europaparlament sind die nicht nur öffentlich, sondern live. Im Webstream können Sie sich nur in 2 Jahren anschauen, was Barbara Lochbieler gesagt hat oder ich, ja, im Bundestag darf da nicht mal mein Mitarbeiter mit rein, ja, in die Ausschusssitzung. Das sind so Sachen, wo ich immer denke, unglaublich, hier im Bundestag muss man erst ab 3.000 Euro monatlich angeben, dass man überhaupt noch Geld dazu bekommt. Ja, im Europaparlament sind es 250. Das sind so Sachen, wo für mich immer denke, meine Güte, wo ist es jetzt undemokratisch? Ja, in Brüssel oder in Berlin? Also man muss da, finde ich, auch mal ein bisschen sehr aufpassen. Ich meine, da gibt es auch große Unterschiede, und natürlich hat das Parlament durch den Lissabon-Vertrag erstmal sehr viel gewonnen an Rechten. Es hat immer noch nicht das Initiativrecht, was sehr wichtig ist, aber eigentlich war es ziemlich gleichberechtigt. Dann kam leider die Wirtschafts- und Finanzkrise, und in allen Rettungsmaßnahmen, da wurde es leider wirklich ziemlich wieder rausgekickt. Und das haben wir jetzt die Woche ja wieder gesehen mit der Bankenunion, dass ein Teil immer noch intergouvernemental gemacht wurde, nur zwischen Regierungen und nicht mit der Gemeinschaftsmethode. Und ich denke, das ist etwas, gegen was man kämpfen muss, aber da kann man nicht sagen, an sich ist es undemokratisch, sondern die Wirtschaftskrise hat wieder mal dazu geführt, dass es eben die, sagen wir mal, reicheren Länder im Club unter sich gemacht haben. Zu den Punkten sozusagen, was ist die neue emanzipatorische Agenda? Also ich finde es mit dem Equal Pay, Legalité des Salaires, ja, finde ich extrem wichtig, weil ich glaube, dass es auch in Europa noch ein total weit verbreitetes Phänomen ist, nicht bei uns in Deutschland, und wieder stärker wird, auch in Deutschland. Und da endlich mal ranzugehen, endlich mal zu sagen, ja, das ist ein Grundrecht, was wir seit 1957 haben. Liebe Europäische Union, was hast du da für uns getan? Für alle, egal wo wir herkommen, wo wir leben. Und was macht die, sag ich mal, aktuelle Sparpolitik sogar im Gegensatz? Ja? Was läuft da gegen unsere eigentlich Rechte? Ich glaube, da hat die Europäische Kommission die letzten Jahre sich ein bisschen arg stark auf Aufsichtsratsposten verstärkt und nicht genug auf die Rechte, sage ich mal, der großen Mehrheit der Frauen in Europa. Auch wenn ich die Aufsichtsrät dafür bin, keine Angst. Aber ich fand von den Schwerpunkten her, was man mitbekommen hat für die europäische Ebene, war die Quote. Aber es war nicht zum Beispiel Lohngleichheit oder es war nicht gegen Frauenarmut in der Krise. Das waren nicht die Themen, die auf der Tagesordnung standen.
Und was ich finde, was sich lohnt, dafür zu kämpfen, ist, dass auf der europäischen Ebene endlich Grundrechtsverletzungen genauso geahndet werden wie Überschreitungen von Haushaltsdefiziten. Ja? Also ich finde, da haben wir ja unglaublich viele Mechanismen, wo wir genau Berichtspflichten haben, wo es dann mehrstufige Verfahren gibt, wie man bestraft wird. Am Ende gibt's ja, wird es richtig teuer. Dann kommt die Troika, wenn man es richtig schlecht macht. Und wenn man aber die Menschenrechte verletzt oder eben fundamental gegen einzelne der demokratischen Prinzipien verstößt, dann gibt es als große Keule den Ausschluss bei der Abstimmungen im Rat. Aber dazwischen gibt es so gut wie nichts. Und das ist was, wo ich denke, da lohnt es sich wirklich für zu kämpfen, dass die Europäische Union endlich da genauso stark hinschaut wie bei den Haushaltsdefiziten. Und das würde ich, finde ich, würde diese Rechtsstaatlichkeit, diese Demokratie wieder in den Vordergrund zu stellen, diese Freiheit, diese Frauenrechte und zu sagen, dafür muss die EU kämpfen, das muss sie uns garantieren als Bürgerinnen und Bürger, dass diese Rechte nicht unterminiert werden. Und zwar nicht unter dem Niveau der Grundrechtecharta. Und das einzufordern, ich glaube, das wäre etwas zusammen mit eben der sozialen Gerechtigkeit, Lohngleichheit, wo man wieder die EU dann auch, finde ich, wirklich dann sagen könnte, da hat sie eine neue Aufgabe, die ist extrem groß und wichtig. Und die Mechanismen kennen wir ja, wir müssten sie nur mal übertragen und vielleicht, ich sag mal, die Troika demokratisieren. Darf ich mal ganz kurz an der Stelle nochmal nachfragen? Ich bin noch sehr gut in Erinnerung, letztes Jahr, so vor Wahlkampf, da mal zusammengesessen, zusammengetüftelt, hier Regina Frey, Jochen Geppert, zwei Akteure aus Berlin, haben gesagt, so, wir müssen uns diese ganzen Gleichstellungsmechanismen nochmal genau angucken. Deutschland ist so extrem unterinstitutionalisiert, ja, was Gleichstellungsmechanismen anbelangt, und mit dem Blick auf die EU könnte man doch dort, wo es viel stärkere, nicht, du hast gerade einige angesprochen, auch Institutionalisierung und Fassung gibt, sozusagen dieses Thema auch nochmal mobilisieren. Wie schätzt du das ein? Also ich glaube schon, dass es da Möglichkeiten wirklich noch gibt, dass wir eben ganz viel auf dem Papier haben, dass es, sobald es Geld kostet, die meisten dann irgendwie doch nicht so wichtig finden. Und wenn es darum geht, auch wirklich Mechanismen zu schaffen, die das kontrollieren und auch sicherstellen, dann ja, der Widerstand doch etwas größer wird. Und ich glaube, dass es sich aber lohnt, dafür zu kämpfen und dass wir das auch brauchen, weil sonst der, sagen wir, was sie auch gesagt hat, sonst ist der Rollback so einfach. Ja? Also so ein Gesetz zu ändern, geht dann im Endeffekt doch eben relativ schnell, wenn man nirgends die Sicherungsmechanismen mehr drin hat und die Beteiligung. Und das ist das, wo ich immer überlege, wie kann man das stärker verankern, dass auch eben die Einzelnen, die das Gefühl haben, das ist mein Recht, ja, ich kann es auch wirklich einklagen gehen und es gibt dafür Mechanismen, wo ich das einklagen kann. Ja, also das, da glaube ich, lohnt sich nachzuhaken. Es gibt ja auch die Bürgerinitiative der EU, die wurde einmal jetzt, also ist eben so ein schwieriges Schwert, ja, ich meine, ich sage immer, wenn der Erste anfängt, wieder für die Todesstrafe zu machen, hat sie wahrscheinlich sehr schnell die Millionen. Aber andererseits haben wir auch die Millionen geschaffen, um gegen die Wasserprivatisierung voranzugehen. Also es hilft beiden Seiten, ja. Aber es muss eben klar sein, dass darüber die Grundwerte stehen und dass die nicht angegriffen werden dürfen. Und das stärker zu verankern, dass diese Werte nicht unterschritten werden dürfen. Ich glaube, da müssen wir noch ein bisschen uns überlegen, wie wir das besser hinbekommen. Vielen Dank. Genau, wir gehen jetzt hier in die allerletzte Runde, wollte ich gerade, genau, Ulrike Liebert, jetzt ist hier intensiv diskutiert worden und Sie haben gehört, was in den Ländern los ist, wie die Einschätzungen da sind, wie die Zukunftsvorstellungen sind. Was nehmen Sie mit aus diesen Überlegungen? Wo sehen Sie Anknüpfungspunkte? Wo haben Sie selber Anregungen, neue Fragezeichen, Ausrufezeichen? Ich würde ganz gern den letzten Punkt von Franziska gern aufgreifen, weil natürlich, was Sie sagen, provoziert die Frage, wie sind eigentlich solche Innovationsprozesse, Reform- und Innovationsprozesse, gleichstellungspolitisch, wie läuft sowas eigentlich in der EU? Wer kann sowas eigentlich auf den Weg bringen und warum, mit welchen Motiven? Die Kommission hat das Gesetzgebungsinitiativmonopol. Ja? Häufig passiert es aber unter dem Druck von Europarlamentariern, ja? Die in Berichten und so weiter feststellen, da gibt es irgendwie eine Lücke zwischen Norm und Praxis und Kommission, jetzt werd doch mal aktiv, und dann ist es Sache der Staats- und Regierungschefs, der Ministerräte, des Europäischen Rates.
Aber wir haben aufgrund der Reform im Lissabon-Vertrag auch einen weiteren Hebel, die Europäische Bürgerinitiative. So, und die ist für alle möglichen Fragen genutzt worden und ist auch als zu zahm und zu schwach empfunden worden. Die Hürden sind relativ hoch, aber sie hat schon erste Erfolge verzeichnet. Ja? Zum Beispiel die Privatisierung des Wassers. Es war ein Vorhaben der Kommission, ist sozusagen durch diese Unterschriftensammlung zunächst mal konterkariert worden. Und die Kommission muss sich jetzt überlegen, was sie macht. Sie wird das so nicht... frauenpolitisch ist das noch nicht genutzt worden, trotz der vielen Frauen, die sich bedroht fühlen in den Ländern. Ja? Eine Frauenorganisation zu vernetzen, zu mobilisieren, um eine solche Initiative auf den Weg zu bringen und genau die Grundrechte sozusagen, die stehen ja im Lissabon-Vertrag, ist ja ein Teil. Polen und Großbritannien haben nicht unterzeichnet, die wollten nicht, nicht, aber all die Frauen in den anderen Ländern können mit gutem Recht auf der Grundlage der Verträge die Kommission auffordern, jetzt doch dieses Papier mal zum Leben zu erwecken, mit entsprechenden Konditionalisierungen, Sanktionen und so weiter. Das heißt, ich finde die Idee wunderbar zu sagen, Regierungen, Regierungschefs, Minister, in deren Ländern die Frauenrechte, Geschlechterrechte, Nichtdiskriminierung aus Gründen der sexuellen Orientierung, ich würde es erweitern, denn umso größer sind auch dann die sozusagen die Allianzen, die Bündnismöglichkeiten, dass die Rechenschaft abliefern müssen und Rechenschaft geben müssen, jetzt nicht nur hinter verschlossenen Türen, sondern öffentlich, dass so ein Verfahren dann auch über die Medien zum Beispiel transportiert wird. Also so könnte ich mir das als eine politische Möglichkeit vorstellen. Vielen Dank. Es ist jetzt reizvoll, weiter nachzugehen, aber wir machen jetzt hier mal letzte Worte, Frau Dosa. Wenn Sie sagen würden, was nehmen Sie mit von den gemeinsamen Erörterungen jetzt hier und den Informationen für sich selbst und das weitere Überlegen, vielleicht auch, was geben Sie den Teilnehmern, Teilnehmerinnen mit, die noch die Gelegenheit haben, vertieft zu sprechen und zu diskutieren? Then I think if that's a that's an option to bring something else up, then I would do that rather than making my own conclusion public. And this is related to the European citizens initiatives. And there is one about the basic income. And I think that is a revolutionary project that that is worth looking at, because I think, or I hope, that this is going to be the future of economics and of social relations, because this is a really transformative idea. So it's not, it doesn't remain on the level of current like neoliberal capitalist societies, but it really it would transform everything, including gender relations. And in fact, it does have, people argue that it might cause setbacks for women, because it could press them back into the home, but it can be looked at from other perspectives, and it can be an emancipatory project for women too. Of course, it would depend on the implementation, but I would really go for trying it and making it a feminist project too. So look it up if you haven't heard about it yet. Vielen Dank. Olga, vielleicht magst du als nächstes und dann Franziska, was nimmst du mit aus den Anregungen, den Diskussionen hier, was gibst du den Teilnehmenden mit? Ich möchte noch eine zu meiner ungarischen Kollegin, da ich also zu den rechtsradikalen Gruppen, wie die angeblich Leute mit einbeziehen, also da kann ich wirklich, also wenn in Slowakei und ich kenne auch die anderen Staaten, Leute einbeziehen werden, dann sind das als Feindbilder, weil die, also Roma zum Beispiel in Slowakei oder Islam, also ich bin einfach nicht einverstanden damit, dass die rechtsradikalen Gruppen deshalb Unterstützung bekommen, weil die Leute von den Randgruppen einbeziehen. Die ziehen die ein als Feindbilder, wenn...
Wie kann man, also ich möchte jetzt hier so ein bisschen Kennedy parolieren und sagen, jetzt fragen wir nicht, was EU für uns machen, was tun kann, sondern was können wir für die EU tun, weil EU sind wir, das ist niemand anders, das sind wir alle. Und ich mache das traurig, wenn ich sehe, dass in der Europawahl in Slowakei wird so 20% vielleicht Bevölkerung wählen. Und dann passiert wirklich, dass wenn die Radikalen, die gehen, immer wählen, dann einfach das Bild von dem Land, was dann im Europaparlament dargestellt wird, ist nicht wirklich das repräsentative Bild, sondern einfach die jetzt mobilisiert worden sind. So, deshalb sicherlich gibt es die Initiative jetzt mehr Leute in die Europawahlen einbeziehen als Wähler, was sicherlich das Wichtigste ist. Und ich möchte auch ein paar gute Beispiele nennen, dass wir nicht jetzt damit weggehen, dass die EU einfach nichts tut, dass das nur irgendein bürokratisches Apparat ist. Zum Beispiel für mein Land und viele Länder herum ist sehr wichtig die Strukturalfonds, die wir bekommen. Und jetzt wird zum Beispiel sogenannte Ex-ante-Konditionalität rangeknüpft, dass einfach Geschlechtergleichheit und Antidiskriminierungspolitik standhaft in der Land sein muss. Da muss es Institutionen dafür geben, da muss es dafür Schulungen geben. Und das ist mein, ich denke, Weg, weil wenn man etwas wichtig machen will, muss man das Geld knüpfen, dann funktioniert es. Und das hat man gesehen bei den Projekten in Afrika und so weiter. Und das sieht man auch in unseren Ländern, dass wenn das einfach als Bedingung ist, um die Gelder zu bekommen, dann funktioniert es plötzlich. Und da wurde auch zum Beispiel so, gibt so Überlegungen, dass wenn es um Equal Pay geht, was mich also wundert, dass es das in Deutschland noch nicht gibt, weil wir haben es natürlich nicht in Praxis, aber im Gesetz, dass zum Beispiel die Firmen, die sich jetzt in öffentlichen Ausschreibungen bewerben, dass die einfach darstellen müssen, das gibt in Schweiz zum Beispiel, dass die diese Politik wirklich haben und dass es da keine Differenzen gibt zwischen Gehältern von Männern und Frauen. Vielen Dank, Olga, noch für die Bemerkung. Franziska, was nimmst du mit, was nimmst du dir vor? Wir sind die EU. Ja, das hat mich auch nochmal, wir sind die EU und Europa, nochmal vorhin, Sie haben es glaube ich gesagt, Frieden ist irgendwie AD. Ich finde eigentlich in den Tagen mit der Ukraine ist für mich Frieden extrem aktuell, für wenn wir über die EU reden. Das war jetzt heute nicht irgendwie das Thema, aber ich finde, das ist auch etwas, wofür es sich lohnt, als Frauen auch zu kämpfen und zu sagen, wer verhandelt da jetzt gerade, wer sind die Akteurinnen auch jetzt gerade, was gibt es für Gespräche? Ich habe bis jetzt, außer Julia Timoschenko, ja, kommen da nicht so wahnsinnig viele Frauen vor, auch nicht auf unserer Seite übrigens. Die Fragen kann man auch mal wieder stellen und ich finde, zumindest für mich das Friedensprojekt Europa, also da wirklich Frieden auf dem Kontinent zu halten, auf einmal wieder sehr aktuell geworden. Und ich kann auch sein, dass es eine junge Generation nochmal wieder mobilisiert, zu sagen, wir wollen hier uns den Frieden auch erhalten. Ansonsten zu der Frage, wer kann denn solche Initiativen anstoßen? Das Parlament, wir haben eine schöne Initiative gemacht, dass zum Beispiel die Kommission mal wieder etwas zu Lohngleichheit machen soll. Die letzten Initiativen sind eben aus den 70ern. Da hat Frau Reding eine Studie gemacht mit dem Auftrag, findet doch mal raus, ob die EU eben überhaupt noch irgendwas zu Lohnungleichheitsbekämpfung beitragen kann. Sie hatte natürlich die Hoffnung, dass dabei rauskommt, nein, das ist rein nationale Aufgabe. Die Studie sagte, klar, natürlich kann die europäische Ebene noch durch Gesetzgebung etwas vorantreiben, sei es Sanktionen, Klagemöglichkeiten, Transparenz. Und trotzdem hat Frau Reding nichts eingebracht. Also da können, wenn das Parlament, wir haben uns auf die Hinterfüße gestellt, da kommt nichts. Aber das sind natürlich Bereiche, wo man sich dafür einsetzen kann. Und ansonsten teile ich das. Also ich sage immer, jeder und jede von uns hier in dem Raum muss bis zur Europawahl noch mit mindestens 3 Freunden reden und denen sagen, dass sie zur Europawahl gehen müssen und warum es so wichtig ist, dass wir den Rechten da wirklich Einhalt gebieten. Ja, wir haben nicht mal mehr die 3%-Klausel in Deutschland. Wir werden nicht nur die AfD drin haben, wir werden auch die NPD drin haben und wir müssen da wirklich richtig ackern und kämpfen. Und jeder von uns, finde ich, hat da die Verantwortung, damit zu sorgen, dass dieser Anteil wenigstens so gering wie möglich bleibt.
Noch eine Ergänzung. Die Wahlbeteiligung an den Europawahlen, da gibt es ein Gender Gap. Da sind sehr viel weniger Frauen generell bei allen Europawahlen beteiligen sich als Männer. Und das ist statistisch, kann man es nachweisen, auch die Gründe basiert. Aber da würde ich auch sagen, also speziell Frauen auch zu mobilisieren, auch gerade in der Slowakei. Also wie kann man da rankommen? In Schweden hat man die Wahlurnen für die Europawahlen, weil die Beteiligung auch relativ niedrig war, in den Supermärkten aufgestellt. Haben sich sehr viel, bei den letzten Wahlen, ja, ist in die Höhe gegangen. Ja, gut, also das, wir analysieren das jetzt nicht mehr. Mein Vorschlag ist ohnehin, gibt es hier noch ein paar Punkte zu vertiefen, aber die Zeit ist ja auch an den Tischen dafür da und auch gedacht. Und morgen auch die Möglichkeit nochmal bei den inhaltlichen Schwerpunktthemen zu vertiefen. Ich finde, wir kommen jetzt hier zum Ende an der Stelle. Mein Schlusswort geht ganz in die ähnliche Richtung. Ich will jetzt gar nicht mehr weiter zusammenfassen. Ich hatte so aus einer Rede von Ines Kappert, die Chefin hier der Berliner Tageszeitung, der Taz-Meinung-Seite von dem Teil, hat in einer Rede so schön letztens gesagt, wir haben es mit der am besten aufgeklärten Frauen- und Männergeneration ever zu tun. Wir haben auf europäischer Ebene Politikerinnen, die es durchgesetzt haben, dass die größte Studie zur Gewalt gemacht worden ist. Wir haben es von Barbara Unmüßig schon gehört. Wir haben gleichzeitig aber, haben wir mehrfach von den Rednerinnen gehört, eine massive Mobilmachung gegen das aufgeklärte, tolerante Denken. Mit dieser Gleichzeitigkeit sagt sie, dieses Widerstreiten des extrem Reaktionären und dem extrem Aufgeklärten müssen wir umgehen. Aber es gibt Hoffnung und es gibt eine Chance, gerade weil die wirtschaftliche Lage so verfahren ist, weil die Eliten in Politik und Wirtschaft aus demokratischer Perspektive versagt haben. Gerade deswegen, sagt sie, werden Geschlechterthemen einen Aufschwung nehmen und deshalb müssen linke und liberale Frauen zur Europawahl gehen und Gegengewichte geben. Also ganz in dem Sinne von Franziska. Jedenfalls ist es nicht angesagt, einfach das Feld zu räumen. Noch ist der Machtkampf nicht entschieden. Und auch ein Urnengang ist ein Schritt, aber auch tatsächlich ein immens wichtiger Schritt. Und in dem Sinne sage ich jetzt ganz, ganz herzlichen Dank Ihnen allen nochmal einen großen Applaus für das Gespräch hier. Und bevor ich Dank sage, das allerletzte Wort. Nadja Schabane, ich finde Tunesien its winner today. Ja? Moi, je voudrais retenir trois mots qui ont été utilisés. Transparence, solidarité, réseaux sociaux. Les réseaux sociaux ne sont ni un ami ni un ennemi, mais c'est un outil. Et je crois que les femmes, on l'utilise très très peu. On ne l'utilise pas assez. Et c'est là-dessus qu'il va falloir réellement l'investir pour contrer aussi et pour pouvoir aussi recruter chez les plus jeunes qui utilisent d'autres moyens de lutte. Je crois que, n'oublions pas qu'aujourd'hui, on est un peu dans une fin de parcours, moi je dirais, des démocraties représentatives. C'est des modèles en panne. Et si on ne tient pas compte de ce vieillissement de ces modèles et de cette panne et que la nécessité de transmettre et de relayer et de rallier des plus jeunes et d'utiliser ce qui est utilisé magnifiquement aujourd'hui par des pays du Sud, les réseaux sociaux, pour aller au-delà et pour inventer d'autres moyens de lutte. Je crois que c'est fondamental et c'est en tout cas moi je pense que c'est aussi la chose qui est la plus puissante aujourd'hui dans un monde mondialisé où on vit, si on veut que nos idées circulent, que de la pédagogie se fasse et que de la solidarité se construise, c'est aussi un des outils les plus puissants et non pas un ennemi. Et donc un dernier mot, l'Europe s'est construite au travers des finances. Aujourd'hui, on se doit de construire l'Europe des hommes, mais on ne peut pas construire une Europe du Nord sans réfléchir le Sud. Et si on parle aujourd'hui de précarité ou d'immigration en Europe, c'est parce qu'il y a des problèmes ailleurs qui ont une répercussion et qui sont utilisés par les mouvements d'extrême droite, qui sont utilisés dans le discours populiste aujourd'hui. Et c'est là-dessus qu'il y a une vraie réflexion à mener sur la réorganisation de ce monde et en même temps sur des nouvelles coopérations pour pouvoir contrer ces mouvements qui finalement font de leur fonds de commerce, font de la précarité et de la misère leur fonds de commerce. Et les femmes sont un des plus gros contingents de cette précarité. N'oublions pas qu'il y a 70% des femmes dans le monde qui sont pauvres et précaires, et l'Allemagne, comme la Tunisie,
comme la Slovénie, comme tous les pays se ressemblent à ce niveau-là. C'est vraiment les femmes qui sont les plus pauvres et les plus précaires. Et donc, moi, je pense que c'est vraiment, s'il y a une bataille à mener, c'est cette bataille-là, et elle est la même partout. Und das lasse ich jetzt einfach so stehen und sage, dank dem Gunda-Werner-Institut, und der übergebe ich jetzt. Henning von Bagen übernimmt nämlich jetzt das Mikrofon.